So, dann schauen wir mal alles an, alles an, alles an. Okay, auf geht's. Du hörst die Fahrpraxis, deine Sprechstunde für Mobilität. Genau so sieht's aus. Herzlich willkommen hier in der Fahrpraxis. Hier ist wieder der Martin. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, um eine neue Folge der Fahrpraxis zu hören. Ich freue mich. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, aber jetzt sind wir wieder da am Start, pünktlich zu einem Thema, was euch wahrscheinlich alle interessieren wird. Ab dem 1.4. ist es soweit. Endlich der neue Führerschein. Der neue Führerschein? Wir erklären es euch. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sitze hier in unserem kleinen Tonstudio und wenn ihr Lust habt, das Ganze auch mal zu sehen, dann schaltet mal euren Computer ein oder vielleicht sitzt ihr gerade auch dran und geht mal auf unseren YouTube-Kanal der Fahrschule Waltrop oder Fahrschule Christoph Polacek und Team und dann könnt ihr mich sehen. Ich wink mal in die Kamera. Hallöchen. Wir haben unseren Podcast auch mal bebildert. So möchte ich es gerne mal nennen. Wahrscheinlich kommt das Ganze auch auf Instagram, also auch da könnt ihr uns dann demnächst sehen. Für alle die uns nur in Anführungszeichen zuhören, es ist ja schließlich auch ein Podcast, nicht weiter schlimm, ihr verpasst nichts. Ich filme mich einfach nur ein bisschen bei der Arbeit und lade das dann auch hoch. Worum geht es heute? Der neue Führerschein, das habe ich gerade im Intro gesagt, der B197. Der kommt und ich halte euch das mal in die Kamera. Also für alle, die jetzt das Bild sehen, können den Flyer sehen von dem neuen Führerschein B197. So sieht das Ganze aus und auf der Rückseite haben wir die schönen kleinen Schritte, die ihr demnächst durchlaufen werdet. Ich erkläre es euch aber natürlich, damit auch diejenigen, die nur zuhören, das Ganze verstehen. Also, worum geht es? Der Führerschein oder die Führerscheinausbildung, die wird sich etwas ändern und es wird sich so gut anfühlen für alle Beteiligten, für Fahrlehrer, aber natürlich ganz in erster Linie für euch da draußen. Wie war die Führerscheinausbildung jetzt in den ganzen Jahren? Wie ist das vonstatten gegangen? Ihr habt eure Theorie gemacht. Ihr habt eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Fahrstunde gemacht. Für diejenigen von euch, die noch nie gefahren sind, war es wichtig, sich mit dem Fahrzeug auseinanderzusetzen. Das heißt, Schalten lernen. Drei Pedale gab es. Gas, Bremse, Kupplung. Ich habe aber nur zwei Füße. Gleichzeitig muss ich mit den Händen, mit dem Lenkrad was machen. Schalten muss ich auch noch. Und oh Gott, ich muss auch noch gucken, was macht die Ampel, was macht der da von rechts. Oh, da kommt ein Fahrradfahrer. Drei verschiedene Spiegel. Es war einfach und ist immer noch Multitasking pur, das Autofahren. Und das soll sich jetzt etwas ändern und das Ganze soll einfacher werden. Denn die Elektromobilität ist im Kommen. Wir haben zwei Fahrzeuge bei uns in der Fahrschule, einen E-Golf und einen Tesla Model 3. Wer uns da schon einige Zeit folgt, wird das wissen. Auch da haben wir schon Podcast-Folgen drüber gemacht, also hört da gerne mal rein. Wie wird also die neue Führerscheinausbildung mit B197, ich halte es nochmal in die Kamera, aussehen? Es gibt verschiedene Stufen. Ihr fangt natürlich mit der Theorie auch an. Das Ganze seht ihr hier, Autofahren im Kopf. Ihr müsst natürlich erstmal die Regeln kennen. Ne? Logischerweise, wenn ich das mal mit einem Fußballspiel vergleiche, wer Fußball spielen möchte, muss auch wissen, was er darf und was er nicht darf. So ist es beim Autofahren auch. Ihr müsst wissen, was darf ich, wie sind die Regeln. Da müsst ihr euch durch die Theorien so ein bisschen kämpfen. Es gibt über 1000 Fragen.
wir müssen ehrlich sein, es gibt auch viele davon, wo wir sagen, oder wo auch wir sagen, mein Gott, da muss eigentlich keiner wissen, aber ihr kämpft euch da durch, wir helfen euch natürlich dabei. Unser Theorieunterricht findet im Moment online statt, als Livestream. Ihr könnt euch bequem von zu Hause zuschalten. Und dazu haben wir auch noch hier in unserem Podcast einige Folgen zu Theorie-Themen aufgenommen. Und auch da könnt ihr euch also nochmal in Ruhe das anhören und so dann die Theoriefragen hoffentlich auch richtig beantworten. Und jetzt zum Wichtigen. Dann geht's los. Dann wollt ihr ins Auto, dann wollt ihr draußen in den Verkehr und losfahren. Vor dem 1.4., also früher war es so, wer noch nicht im Auto gesessen hat, der hat angefangen, oh Gott, zu schwitzen. Wir sind in eine ruhige Ecke gefahren, ihr habt euch erstmal ins Auto gewöhnt und der Fahrlehrer hat geholfen. Oh, und wenn dann es in den richtigen Verkehr ging, muss man ehrlicherweise sagen, war das schon eine anstrengende Sache. Demnächst, ab dem 1.4., setzt ihr euch in euer elektroangetriebenes Fahrzeug, also ohne Schaltung. Hände ans Lenkrad und ihr habt den rechten Fuß auf dem Gaspedal und werdet dann einfach losfahren. Ihr drückt drauf und schon geht's los. Ihr könnt euch also auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf den Verkehr, auf die Verkehrsregeln. Welche Schilder kommen? Oh, die Ampel wird rot, kein Problem, ich nehme den Fuß vom Gas und bremse. Vielleicht sogar nicht bremsen. Stichwort One-Pedal-Driving. Auch dazu haben wir eine Folge aufgenommen in unserem Podcast. Aber ihr konzentriert euch aufs Wesentliche, nämlich das, was um euch rum passiert. Also ihr werdet nicht mehr abgelenkt vom Schalten. Ihr müsst nicht eine Hand vom Lenkrad nehmen und die Füße koordinieren, ne? und den richtigen Gang einlegen. Das alles fällt weg und macht das Autofahren eben am Anfang sehr viel einfacher. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich, ja, ich möchte aber trotzdem gerne Schaltwagen fahren, denn im Moment war es ja so, wer Automatik, seinen Führerschein auf einem Automatikfahrzeug macht, der durfte bisher auch nur Automatik fahren und das ist jetzt eben ab dem 1.4. anders. Ich halte euch nochmal diese Karte hier in die Kamera, da seht ihr es, genau, in Level 2 habt ihr also euer, Basistraining, Praxistraining quasi absolviert. Ihr fahrt mit dem Elektrofahrzeug durch die Gegend und könnt das auch und könnt euch im Straßenverkehr bewegen. Und in Level 3 geht es dann aufs Streckentraining. Das sind die Fahrstunden, die ihr auf jeden Fall machen müsst. Das sind die Überlandfahrten, die Autobahnfahrten und die Nachtfahrten. Und da werden wir die Schaltstunden drin einbauen. Ihr möchtet ja einen vollwertigen Führerschein haben, den bekommt ihr auch. Das heißt, wir trainieren mit euch das Schalten in diesen Sonderfahrten, in den Fahrten, die ihr sowieso machen müsst. Ihr steigt also in ein anderes Auto um, lernt das Schalten, könnt dann schalten und macht mit eurem Fahrlehrer eine 15-minütige Testfahrt. Danach bescheinigt euch der Fahrlehrer, dass ihr also schalten könnt. Und dann geht ihr wieder in euer Elektroauto und dann geht es in das Finale, wie steht es hier, in das Perfektionstraining. Das heißt, ihr werdet wieder in das Elektroauto umsteigen und euch um eure praktische Prüfung kümmern. Denn die praktische Prüfung macht ihr dann wieder auf dem E-Fahrzeug. Also viel einfacher. Es fällt weg, das Schalten. Ihr könnt euch auf das Wesentliche konzentrieren. Und der große Vorteil ist eben danach, ihr dürft trotzdem Schaltfahrzeuge fahren. Wenn ihr also zu Hause noch Schaltautos habt, dürft ihr die natürlich danach bewegen. Ihr bekommt mit dieser Bescheinigung vom Fahrlehrer, dass ihr schalten könnt, diesen Eintrag B197 in euren Führerschein. Und dann dürft ihr Elektroautos fahren und Schaltautos. Das Ganze schön kompakt in einer tollen Ausbildung. Auch hier halte ich die Karte nochmal in die Kamera oder ihr geht auf Instagram und schaut euch die Karten an. So wird ab dem 1.4. Führerschein gemacht. Das Ganze schön knackig und für euch passend.
Wir geben unser Bestes. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ruft uns an oder ihr dürft natürlich auch unser Fahrpraxis-Telefon hier bombardieren, in Anführungszeichen, mit Sprachnachrichten unter der 0177 33 28 472. Dann kommt ihr hier direkt bei mir im Studio raus und vielleicht hört ihr euch ja demnächst selber mal in einem Podcast. Also stellt mir gerne Fragen und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und für diejenigen, die mich sehen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der Martin aus der Fahrpraxis. Ciao, tschüss.